Servusle, herzlich willkommen zu eurer täglichen Dosis Voucher zockt Lego Worlds. Hier haben wir den Vouch Gorokrater, natürlich inspiriert durch WoW, durch den Ungorokrater. Ich erkläre euch jetzt auch gleich, was das hier auf sich hat. Das wird unsere erste kleine Themenwelt, nachdem ich ja gestern die Welt verschmeißen oder verwerfen musste. Hier haben wir so einen kleinen Ausschnitt, also es wird eine kleine Welt, aber eine sehr interessante. Ne? Wir brauchen ja für morgen auf jeden Fall schon mal eine Location für unseren Wochenausklang, wenn wir unsere Review-Folge sonntags machen. Aus dem Grund habe ich gedacht, wir fangen mit dem kleinsten Projekt an. Das wird diese Themenwelt, Vouch Goro gerade. Wir fliegen kurz hin, wir sehen uns gleich, wenn wir im Landeanflug sind. Wir sind im Landeanflug auf Vouch Goro. Hier seht ihr übrigens eine goldene Wolke, also hier in dieser Location, die ich hier gefunden habe. Also ich habe hier wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nur neue Karten erstellt und durchgeschaut. Gibt es auch eine goldene Wolke und in der Welt davor, die ich getestet habe, auch. Also ich vermute fast, in diesen heimtückischen Gipfeln findet man immer irgendwie so einen goldenen Drachen. Den Seed von hier habe ich auf jeden Fall auch auf die Homepage geklatscht. Also da findet ihr in Zukunft bei dem goldenen Drachen diesen Seed ebenfalls. Jetzt passt auf, was will ich mit dieser Welt? Ich zeige es euch auch direkt. Ich brauche im Prinzip verschiedene Themenwelten. Eine davon möchte ich rein nur für die legendären Steine. Ne? Die Koordinaten. Also es gibt ja hier, wenn man die zusammengefügt hat, alle eine Koordinate, wo man diesen legendären Stein findet, habe ich euch auch eine Webseite hochgeladen auf meine Homepage. Da findet ihr die kompletten Koordinaten dazu. Ich möchte jedenfalls die Dinger nicht nur hier drin sammeln, sondern ich brauche eine Welt, wo ich die auch aufbaue. Und dann ist mir diese Welt hier eingefallen. Vouch Goro. Jetzt ist natürlich viel wichtiger noch. Also wir werden in dieser Welt, lasst uns mal kurz hoch. Ihr müsst die ja anschauen. Ihr werdet ja zukünftig öfters noch hier sein. Ne? So, jetzt gehen wir erstmal in den Hubi. Es ist natürlich viel Wasser, es wird eine kleine Welt. Es gibt, glaube ich, 15 von diesen QR-Codes, die man aufbauen kann. Die werden wir hier auf der Welt auch setzen, einen kleinen Pfad gestalten. Locations wird es hier nur drei Stück geben eigentlich. Ja. Einmal eine Location hier oben auf dem Berg, da will ich so eine Art Gipfelkreuz hinbauen mit einem kleinen, was weiß ich, wo man einkehren kann. So, was es hier noch gibt, hier gibt es auch irgendwo so eine kleine Location, die ist aber egal. Wichtig ist für uns der Bereich hier unten. Ich habe schon mal angefangen zu ebnen, ja, also etwa dieser Bereich wird der eigentliche Krater. Und was war im Ungaro-Krater im WoW? Es war eine Zeit, ganz am Anfang, als ich das Spiel gespielt habe, da gab es den Teufelssaurier, wer sich erinnert, wer das gespielt hat. Im Prinzip, für diejenigen, die es nicht kennen, ein Riesensaurier, wo man zu Classic-Zeiten eben noch aufpassen musste, dass man dem nicht begegnet, sonst hat er einen zusammengetreten. Und diesen Bereich gestalten wir im Prinzip um. Da holen wir uns einen T-Rex, das machen wir auch in der heutigen Folge. Da holen wir uns dann einen T-Rex. Hier unten gestalten wir dem schön eine kleine Dschungellandschaft und da kann der dann wohnen. Ja? Und außenrum, hier außenrum, bauen wir uns einen kleinen Pfad entlang bis zum Gipfelkreuz und an diesem Pfad entlang werden wir die legendären Tafeln aufstellen. Ja? Also die werde ich dann links und rechts hier jeweils setzen, bis wir mal irgendwann alle haben, damit meine Sammlung eben nicht nur innerhalb des Menüs ist, sondern auch hier. Deswegen gibt es diese kleine Welt. Ich habe es ja auch noch gar nicht ganz erkundet. Es gibt hier so zwei, drei Punkte, das werden wir so nach und nach holen. Wir werden auch den Schatz oben, da können wir vielleicht kurz hinfliegen. Wir wollen ja auch den goldenen Drachen uns spawnen. Ne, da haben wir ja die Millionen gebraucht. Dann holen wir uns mal den Schatz. Können wir auch gleich mal gucken, wie viel so ein Schatz bringt. So. Schauen wir mal, was bringt uns der Schatz. Schon mal auf jeden Fall 10.000. Wie viel jetzt? Ja, guck mal, das bringt richtig fett Knete. Ist ganz gut, dass wir das gefunden haben. Weil jetzt würde ich nämlich fast sagen, wir hauen die Millionen noch raus. Das haben wir ja sowieso vorgehabt. So, ne? Haben wir mal geschwind 40.000 Gold gemacht. Alles klar, komm Leute, wir schalten uns den frei. Das haben wir uns verdient. Haben wir eine ganze Woche lang hier rumgekämpft. Ja? Jetzt holen wir uns den Golddrache. Hier ist er. Zack, für 1 Million freigeschalten. Wir können uns jetzt einen eigenen spawnen, der auch gleich wegfliegt. Jetzt müssten es ja theoretisch zwei sein, die hier sind. Aber komm mal her, Digga. Komm mal her, wenn du schon hier bist gerade. Vielleicht kämpfen die miteinander, die zwei Golddrachen. Pack mal die Kanone weg. So, komm. Allzu lange wollen wir uns hier auch nicht aufhalten. Wir müssen ja den T-Rex noch besorgen. Wobei ich da natürlich... habe ich noch nicht gemacht. Guck mal, jetzt haben wir zwei. Jetzt ist der, der gerade gespawnt ist. Sag mal, kriege ich dich heute noch, Diggerle? Alles klar. Gut, ich muss den jetzt auch nicht unbedingt haben. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Landeanflug sind auf die T-Rex-Welt. Auch diesen Seed findet ihr auf meiner Homepage für diejenigen, die es noch nicht haben. Ich bin mit der Info nicht der Erste, ne? Aber wenn ihr bei mir zuschaut, habt ihr auch die Möglichkeit, euch den Seed zu schnappen und euch da auch den T-Rex gleich zu holen. Ne? Bis denn. Wir sind im Landeanflug auf die Welt vom T-Rex. Da holen wir uns den jetzt. Vergesst nicht die Truthahnkeule, wenn ihr losgeht. Auch die Truthahnkeule
ist, was der T-Rex begehrt. Der Tyrannosaurus Rex, der muss hier irgendwo auf dieser Welt sein. Danach schauen wir uns auf dieser Welt. Da steht er schon. Das ging aber arg schnell. Alles klar. Dann schnappen wir uns mal unser schwarzes Katana und gehen auf Kampf. Nein, nicht auf die Blume. Hier. Kämpfen. Dann nimm halt die F-Taste, wenn du dich so schwer tust. So. Ah, der geht aber gut runter. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr Power. Das dürfte recht schnell gehen. Dann gehört er uns. Huch, hat er uns zerlegt. Hat er uns zerlegt. Wie geil. Komm her, Alter. So. Der Kampf ist ein bisschen... Guck mal, wie der uns runterzieht. Alter Schwede. Okay, vielleicht wäre da eine Fernkampfwaffe besser gewesen. Ich bleibe jetzt trotzdem dran. Wir kriegen den schon irgendwie. Guck mal, Alter, wie der uns Leben abzieht. Alter Schwede. Was ist mit dir, Alter? Gut, wir geben nicht auf. Wir haben einen Haufen Herzen, ne? Also ich finde aber ganz schön, dass der nicht ganz so einfach ist. Da werden sie jetzt noch zweimal töten, bevor wir ihn dann haben. Ich weiche natürlich nicht aus, ne? Wir verlieren ja nichts. Wenn wir wieder spawnen. So, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt will er die Keule. Zack. Truthahnschenkel. Yo! Jetzt haben wir ihn. Und guck mal, er gibt auch direkt ein bisschen Knete noch. Und... Das mache ich immer. Immer passiert mir sowas. So, jetzt noch einmal. So, jetzt haben wir... Ah, aus der Reihe Dino. Wir haben unseren T-Rex, unseren Teufelssaurier für den Vouch Goro Krater. Ist klar, wir benutzen natürlich den Kollege jetzt auch, um diese Welt hier zu erkunden. So. Auf geht's, Alter. Ist das ein Feeling. Geiles. Guck mal, wie er um sich beißt. Ist der geil. Guck dir das an. Ah, der ist cool. Der ist cool, Leute. Da freue ich mich, dass wir das gemacht haben. Der wird sich wunderbar machen in unserer kleinen Themenwelt, in unserer ersten. Und ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es morgen schon, den auszusetzen. Ich muss mal gucken, wie ich die Landschaft unten gestalte. Oh, ist denn das ein Maya-Tempel? Oder geh mal hin. Er ist auch sehr wendig und agil, ne, für seine Größe. Alles klar, Digga. Alles klar. Gibt unser neues Mount, ist klar, ne. Hier schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Ja, leg dich hin und schlaf, bis wir wieder zurückkommen. Da war der kleine Papagei. Den will ich natürlich dann auch in der Welt aussetzen. Guck mal her, wo ist denn der jetzt? Wo ist der Papagei jetzt hin? Haben wir die Blumen eigentlich schon? Weil die können wir auch wunderbar benutzen. Wisst ihr, ich möchte so richtig schön in dem kleinen Krater unserem T-Rex ein Zuhause machen. Und außenrum dann schön die legendären Dinge aufsetzen. Hey, was geht hier? Das sind Äfflen, die kennen wir schon. Jo, der kommt jetzt natürlich immer mit. Hier ist nichts zum... Ist ein bisschen nervig, die Riesendinger, ne, wenn die einem folgen. Machen wir mal die Kiste auf, vielleicht ist da auch noch was Cooles drin. Sehr schön, bin ich froh, dass wir den gefunden haben. Was haben wir? Eine Pistole und Knete. Ja, ist okay. Was haben wir hier oben? Da ist auch noch eine Geldkiste. Ein bisschen was kennen sollte ich vielleicht, wenn ich schon hier bin, ne. So, ne, wir machen heute eine gemütliche, knackige Folge. Das war's an Highlights. Für diejenigen, die nur Highlights schauen, ihr könnt jetzt praktisch ausmachen. Naja, bleibt noch dabei, war nur ein Joke. Hier gibt's mit Sicherheit noch was zu entdecken. Zumindest habe ich noch den anderen Tempel da drüben. Den will ich auch noch angucken. Komm mal mit, T-Rex, Alter. Ja, guck mal hier, das sollte ich vielleicht mal alles kennen, weißt du? Hier ist wieder was, das wir noch nicht haben. Die Blumenhammer. Das ist schön, ein alter Baum war das. Ich habe schon überlegt, ob wir uns hier, guck mal, so einen großen Baum mitnehmen. Als Vorlage, weißt du, dass wir bei dem so Bäume da reinsetzen. Da muss ich mal gucken. Zur Not gehe ich hier nochmal her, weißt du, dass ich so einen Baum kopiere, Copy-Paste, und den bei uns im Krater aussetze. Hier so ein paar Blumen dazu, das war richtig schön. Was ist denn das? Das ist auch nur eine Blume. Gorilla haben wir ja schon. Die kleinen Äfflein haben wir auch. Vielleicht machen wir uns auch eine kleine Höhle noch unten rein in den Krater, wo wir Gorillas reinsetzen. Auch das gab es im Ungoro-Krater, ne? Dann habe ich so ein bisschen die... Naja, so, ich finde es cool. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich habe das Spiel gern gespielt. Das war für mich toll. So, jetzt schauen wir aber. Ich komme gerade ein bisschen aus dem Konzept. Was haben wir da? Guck mal, die will irgendwas. Was will die? Ein paar Dinosaurier sind aus ihrem Gehege und sie sollten einen Käfig aufstellen. Den Käfig haben wir. Den setzen wir jetzt da oben auch hin. Weiß jemand von euch, ob es Raptoren gibt? Raptoren wären natürlich eine geile Sache, ne? Raptoren wären echt geil. So, da ist der kleine Papagei wieder. Jetzt habe ich ihn natürlich wieder verpasst. Guck mal, das Gefängnis für diese Viecher, das haben wir doch. Das ist das hier, ne? Ne, das ist die Gefängniszelle. Haben wir das überhaupt? Das Gehege? Das ist die Gefängniszelle, ne?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Kann ich direkt auffüllen mit der Quest. Guck mal lieber, dass wir den kleinen Papagei kriegen. Weil den hätte ich schon gern. Wo ist der Stinker? Wo ist der? Ich sehe ihn nirgends. Die blaue Spinne haben wir, das weiß ich. Den Gorilla haben wir. Gehen wir mal zu dem Tempel. T-Rex, Alterle, es wäre mal arg recht, wenn du mir nicht nur im Bild rumhängen würdest. So ein bisschen stört es dann schon, weißt du. Bleib mal da unten und pennen einfach. Guck mal, hier haben wir wieder so ein Ding. Hier haben wir wieder eine Kiste. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen die legendären Artefakte schon mal, dass wir mal eins haben zum komplett setzen. Wenn nicht, setze ich halt die Bruchstücke. Die, da ist ja der Dino-Käfig. Na super, dann können wir zurück. Wenn wir die Kollegin nochmal finden. Wo waren die jetzt wieder? Wo war die jetzt wieder? Baby, ich habe jetzt die Vorlage. Jetzt ist das Baby weg, ne? Jetzt finde ich die natürlich gerade spontan nicht mehr. Die war doch hier irgendwo, ne? Schwer zu sagen. Vielleicht begegnet sie uns nochmal, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Der T-Rex stört mich so ein bisschen, weil er in meinem Bild rumhängt. Weißt du was, dann benutzen wir den doch einfach. Komm her. Wenn du schon da bist, dann können wir auf dir hinherreiten. Da-da-da-da. Ist ja geil. Guck dir das an, Alter. Jetzt machen wir natürlich hier noch ein bisschen Erkundung. Ja, so 3-4 Minuten. Wir müssen die Folgen nicht unnötig in die Länge ziehen. Das nicht. Morgen, wie gesagt, sehen wir uns zum Review. Da schauen wir uns an, was die Woche über gegangen ist. Und fangen an, die erste Themenwelt zu bestücken. Ich glaube, das da oben war sie, oder? Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Ne, die will ein Foto mit einer Einheimischen. Ah. Könnten wir ihr erfüllen. Will ich jetzt aber nicht. Dann gucke ich lieber noch ein bisschen hier weiter. Die will auch ein Foto mit einem Einheimischen. Also die will einen Typ, die andere will eine Frau. Alles klar, dann gehen wir mal darüber. Ja, du gehst natürlich mit, Digga. Ist schon klar. Ja, hier hole ich mir ein paar Bäume raus. Dann haben wir was für unseren Krater. Guck mal, hier ein Riesenfang. Den würde ich natürlich dann schon auch gerne nehmen. Ah, oh, was ist das? Das sieht nach Jurassic Park aus, Alterle. Wir kommen. Mit Helikopterlandeplatz. Wie cool ist das denn bitte? Ah, das sieht ja aber geil aus. Guck dir das mal an hier. Die hat einen goldenen Stein. Da gehen wir mal kurz hoch. Ich weiß nicht, ob wir die jemals wieder brauchen werden. Aber... Höhlenmensch in die Falle gegangen. Sei doch so lieb und hol ihn dort raus. Ja, ja, klar. Ach, da drinnen ist der Höhlenmensch. Den holt man natürlich raus. Ich sammle die goldenen trotzdem mal. Ich bin sicher, irgendwann wird sich dafür irgendwas ergeben. Momentan weiß ich nicht, was es bringt. Vielleicht wisst ihr das. Vielleicht gibt es ja tatsächlich schon was, was man damit machen kann. Ne? So, jetzt muss ich da umschalten. Dann mache ich es gleich ein bisschen größer. Hau das Ding hier auf. So, Höhlenmensch, du kannst eigentlich jetzt raus. Dann baue ich es halt komplett ab. Hier. So, jetzt haben wir es. Kriegen wir unseren goldenen Stein, ein bisschen Knete. Hallo? War gerade nicht gehangen, aber irgendwie war da gerade ein kleiner Bug, ne? So. Also, das wäre interessant, ob es Ding gibt, Raptoren, ne? Das wäre schon richtig cool. Super. Gibt es hier noch irgendwas Cooles zu erledigen? Bestimmt gibt es hier auf der Welt noch einiges. Ich würde fast sagen, der T-Rex pennt. Nee, er steht schon wieder auf. Wir können ihn natürlich jetzt hier austricksen. Pass mal auf, wir fliegen einfach weg mit unserem Neugespawnten. Es sei denn, die kämpfen jetzt gleich, die zwei. Wo gehst denn du hin, Alter? So. Dann müsste der T-Rex jetzt da unten erstmal allein seine Bahn ziehen. Komm da mit. Guck mal, wie geil der Schatten ist von dem Drache unten. Coole Sache, ne? Also morgen, Leute, da machen wir jetzt Schluss. Wir haben uns den T-Rex geholt. Die Seeds, wie gesagt, findet ihr immer auf meiner Homepage, voucher.de. Ist auch nochmal hier eingeblendet irgendwo, werde ich es rein. Und was ist denn das hier? Guckt ihr das mal an, das müssen wir doch auch noch angucken. Hallo. Die will was malen, das machen wir jetzt zum Abschluss noch, die Malquest. Die mag ich nämlich. So, die hat aber gesagt, sie will eine Farbe. Das ist kein Problem. Die blinkt normalerweise, die Farbe, die man braucht, ne? La 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 la. Zack. Ich nehme mal an. Schwarz willst du die? Kein Problem. Das ist aber nicht schwarz, oder? Ist das schwarz? Ja, doch, jetzt ist es schwarz. Sah gerade ein bisschen doof aus. Joho! Jetzt bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Kohle. Keine Blaupause, alles klar. Kein legendäres Artefakt, auch alles klar. T-Rexle, dann lass uns noch mal ein bisschen durch die Lande ziehen, du und ich, wir zwei. Leute, wir sehen uns morgen. Wie gesagt, sonntags Review, Wochenreview. Und wir befinden uns in diesem Review erstmal immer auf unseren eigenen Welten. In diesem Fall in Vouch Goro. Bis morgen.